Ja, wir sind heilfroh, dass wir endlich wieder starten dürfen, dass die Jungs sind heiß, oftmals frustriert, dass die Spiele immer wieder doch abgesagt wurden und jetzt ist es soweit und jetzt hoffen wir, dass wir mit allem, was wir haben, mit allen Leuten, die wir haben, mit der ganzen Qualität, die wir haben, dass wir erfolgreich ins Jahr 2018 starten und immer noch weiter unsere Erfolgsstory schreiben, aber das bedeutet auch harte Arbeit und Stabilität und das kriegt man halt nur durch viele Spiele oder durch mehr Spiele und ich glaube, dass das eine Situation ist, die so selten Spieler miterlebt haben und ich glaube, dass es einfach enorm wichtig sein wird, dass man zusammen agiert, dass man als Team agiert, dass man Ausfälle kompensieren kann, dass man guckt, dass man angeschlagenen Spielern die Pausen gibt, die sie brauchen, um einfach dann auch mittwochs oder in der Woche wieder mit Vollgas spielen zu können. Aber wir haben einen breiten Kader, wir haben einen qualitativ sehr, sehr guten Kader. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Heute wird es natürlich wahrscheinlich fußballerisch kein Leckerbissen, aber es wird ein Spiel, wo sich beide Mannschaften zerreißen werden, wo die Leidenschaft ganz weit vorne steht. Das Spiel auf zweite Bälle, bin ich wach genug, bin ich mit 100% dabei, bin ich konzentriert, mache ich die Wege, die dreckig sind, die Schmerzen, komme ich auch bei Fehlern, komme ich schnell genug zurück, komme ich hinter die Leute, komme ich hinter den Ball. Und wenn wir das alles mehr oder weniger einhalten, dann glaube ich, haben wir hier eine Chance, heute ein positives Ergebnis zu erzielen. Ciao. Heimspielauftakt ins Kalenderjahr 2018. Mit dem 4:0-Sieg des SSV über unsere Gäste vom Lüneburger SK.